Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen Battle Revolution, ein Wi-Fi-Battle. Vielleicht habt ihr davon schon was in der letzten Zeit gesehen, denn es ist eine neue Liga an den Start gegangen, die BRL. Ich bin nicht drin, weil ich nicht gefragt wurde, aber deswegen hält mich das nicht auf, einen Kampf zu machen. Hast du zu dem Zeitpunkt keine Videos gemacht? Das hätte ich dich vorgeschlagen. Das ist fein. Deswegen, hallo Liam erstmal. Hallöchen, meine lieben Pokémon-Freunde, ich bin's, der Liam. Wir machen das einfach so, dass hier der coolste Kampf von allen kommt mit Liam. Das ist korrekt, weil ich der coolste in der Liga bin. Das ist korrekt. Ganz genau. Deswegen habe ich dir auch hergeholt. Ja, super cool, dass das hier alles möglich ist. Deswegen. Nee, ich bin nicht mit der Auswahl einverstanden. Ich bin nicht mit einem Pokémon am Training. Ist auch okay, ist auch okay. Ich habe lange kein Competitive mehr gespielt. Und von Gen 4 habe ich sowieso keine Ahnung. Also verzeiht mir, wenn ich mich blamiere, aber es geht am Ende um den Spaß. Nicht wahr? Bin fertig. Du bist schon am Auswählen, Alter. Ich bin übelst am Flyen, sag ich euch. Nee, das weiß ich nicht. Leute, die ja, ist auf jeden Fall super nice, dass das alles klappt. Und auch so eine super geile Auflösung. Also, Shoutout an Lene. Nice. Ich weiß nicht mal, was meine Pokémon für Sets. Ich weiß, die hab ich dir geschickt. Ja, wird schon passen, Leute, oder? Ich könnte einfach in das Dokument reingehen und mir angucken, was kann der denn alles? Weißt du, wie ich meine Pokémon ausgewählt habe? Nein. In welchem Team ist ein Metagross drin? Oh, Metagross ist in jedem Team drin. Welchem Team ist Metagross drin? Schauen wir nochmal weiter. Oh, da ist noch ein Shaman drin. Ja, ich mag Shaman auch ganz gerne. Ja, das passt doch wohl. Ich würde auch so gucken, in welchem Team ist Metagross drin? Ah, in jedem. Ich so, in welchem Team ist Lucario drin? Ach, in dem. Ist eine gute Auswahl. Ja, aber ein nicer Lied, einfach grün. Grün ist ein guter Name. Grün ist ein guter Name. Todbringer ist der einzig wahre Name. Ah, okay. Das ist auch mein erster Kampf, den ich gemacht habe. Also ich hatte noch keinen Online-Testkampf. Ja. Deswegen einfach, es ist einfach gerade so weird. Aber es sieht so gut aus. Ja, auf jeden Fall. Es ist das Freshness ist pur. Ich habe keine Ahnung, was die Libeldra so kann. Ich rufe es erstmal zurück. Junge, ich rufe plötzlich mein Pokémon zurück. Kannst du das fassen? Direkt predicted einfach. Easy, da kommt der Competitive God aus mir raus. Rotom, kein Problem. Jahrelang kein CP mehr gespielt, als wärst du nie weg gewesen, sag ich dir. Als wärst du nie weg gewesen. War nie weg. Oh, nice, der Damage. Sweet. Weißt du, was traurig ist? Ich kann keinen Volt-Switch. Kein Volt wechseln, Leute, tut mir leid. Du kannst. Was kann Rotom? Rotom kann Irrlicht auf jeden Fall in der Gen. Habe ich Irrlicht drauf. Weißt du auch nicht, was auf deinen Pokémon drauf ist? Ich hab nicht nachgeguckt. Ich weiß nicht, was die. Ich musste kurz gucken, bevor ich meinen Move gemacht habe. Was kann Metagross eigentlich? Welches Item hast du überhaupt? Ich habe einfach gerade gehofft, Libeldra, der kann doch bestimmt eine Kehrtwende haben, oder? Ah ja, ich will gerne meinen Namen erklären. Das heißt Shogomel, weil ich neben mir eine Shogomel stehen habe. Ist gut, oder? Okay. Ich habe mir dein Team auch gar nicht aufgeschrieben. Ich hab's fotografiert. Ist egal, ich brauch sowas nicht, Leute. Willst du es mir bitte sagen? Metagross. LOL! Hab ich hier irgendwo einen Stift? Oh ja, nice. Ich hab Metagross. Alles gut. Ich bin soll dabei. Soll ich doch Sets schicken, wenn du möchtest? Das wäre so lieb von dir. Das wäre. Hui. So. Alles cool, Leute. Ich hab alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. So, ich hab einmal Metagross. Die gute Seite. Der Kommentator ist eigentlich das Niceste an dem ganzen Ding. Absolut. Sollte es in allen Pokémon spielen. Leute, der ist great. Der ist fett, grün und hässlich. Dragoran. Richtig, den Mann. Den hab ich predicted. Ja, ich seh's. Ey, Junge. Oh, Junge. Das ist der Play. Oh, der Leaf Orb. Okay. Der Leaf Orb. Ist Verspannung geladen, Alter. Hörst du das? Das ist crazy. Okay, Leute. Was ist das? Was? Ich rede mit den Zuschauern, nicht mit dir. Entschuldigung. Dann soll ich mein Team nicht nennen, okay? Dann sage ich dir mein Team halt nicht. Das ist fein. Das ist vollkommen fein. Alles cool. Gehe ich jetzt für den Play? Der Plays? Ja, wir machen das, Leute. Wir machen das. Wir machen das. Ich muss gar nicht nachschauen. Wir machen das einfach. Okay. Okay. Was machst du jetzt? Ich hätte mir echt mein Team anschauen sollen. Oh, vielleicht ist es auch gut. Vielleicht ist es gut. Ich weiß es. Du kraftst dasselbe Eis wird das sein, deswegen bin ich rausgewechselt. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin so klug. Ich auch. Ich bin so klug. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, Mann. Ich auch nicht, aber ich bin davon ausgegangen, dass Kraft dasselbe Eis sein wird. Ja, ich habe gedacht, ich könnte es jetzt noch nachschauen, aber ich habe keine Ahnung, wo das Team ist.
Ja. Wie schnell man sich dreht. Und Kraftreserve Eis wird schon sein, oder? Ja, hab ich auch so gedacht. Das ist safe Kraftreserve Eis. Was anderes wird das nicht sein. Leute, ich ruf zurück. Ihr habt bestimmt Erdkräfte, oder? Alter, was ist denn los? Ich bin einfach der Pro-Player. Ich sag's euch. Was machst du denn? Ich lass jetzt wieder Drago an. Nee, ich geh in Ektoplasma, falls mit der Eiskräfte Eis predigt ist. Ja, ja toll, jetzt bist du wieder in dem Pokémon, in das ich reingewechselt bin. Ich glaube, jetzt hast du weniger KP. Ah, ja, stimmt, guter Play. Ja, danke, finde ich auch. Bin ich richtig stolz drauf. Na und, ich lasse dich einfach am Gleifau krepieren. Guck mal, ich bin schneller. Kraftreserve, ist das auch Eis? Ja, ja natürlich bestimmt. Ist das Eis. Oh mein Gott, hat er gar keinen Schaden, scheiße. Jo, Alter, das war ein Crit. Oh, Schocks. Das war ein Volltreffer, was? Ja. Ich lebe, ich oder? Geh nach Hause, Alter. Schade. Ektoplasma, nein. Easy. Leute, Gen 4 Profi. Ich bin halt langsamer als dieses Shame mit jedem Pokémon, glaube ich. Nee, Starmie schneller, kannst du Eisstrahlen? Kannst du Eisstrahlen? Hey, hey, blöde Frage. Blöde Frage. Dumm gefragt, Starmie. Sieht so lustig aus, weil sich das Ding hinten so dreht, aber das Starmie an sich so überhaupt nicht. Das sieht so aus, wie die aneinander kleben. Die Animationen sind über nice. Über. Besser als ein Schwert und Schild, würden einige Hater behaupten. Ich würde behaupten, du gehst jetzt erstmal für einen nicen Scald, den es dir noch gar nicht gibt. Wollte ich gerade sagen, so, hä? Ich kann den bei immer noch mein cool Team nennen, wenn du möchtest. Nein, nein. Okay. Du brauchst das nicht. Du willst den richtigen Gen 4 Flair haben, denn ihr müsst wissen, damals in Gen 4 konnte man nicht die gegnerischen Teams sehen. Aber hier schon. Stimmt. Ich bin nicht so cool jetzt, wie du. Der Play ist jetzt schwer. Aber ich muss ihn machen. Eigentlich gar nicht so spektakulär, aber ich habe erst was nachgedacht. Aber ich glaube, du gehst für einen nicen Donnerblitz, kann das sein? Nee, ich gehe für Eisstrahl. Achso, ja, okay. Was soll ich machen? Das war halt sehr effektiv, also bin ich für Eisstrahl gegangen. Das war halt sehr effektiv. Da gehe ich halt mal für den Eisstrahl. Ist eine logische Konsequenz. Freaks. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann das noch kommen? Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß es auch nicht. Aber erstmal selbst ins Gesicht geboxt. Übelst. Aber ist okay. Oh. Weißt du, was ich lustig finden würde? Wenn die halt ihre Items hier so tragen würden, aber dann würdest du halt wissen, was ich habe. Das wäre super traurig. Stell dir vor, du hättest wieder so den Wahlschal auf den Pokémon und haben die so einen freshen Schal um. Wäre schon nice. Wäre schon übel. Töte. Schade. Ah, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Was hast du gemacht? Bist du auf Tatschen gegangen? Bist du auf Tatschen gegangen? Ja. Nein. Nein. Würdest du niemals tun. Würdest du nicht dran denken, hab ich recht? Also ich nehme extra Medagos ins Team, weil ich mir denke, yo, ich hab Bock auf Medagos. Ja, am Ende macht es einfach gar nichts. Dann lässt ihn einfach sterben. Er macht einfach gar nichts. Oh nein! Misplay, nein! Misplay! Ich hab dir gesagt, du brauchst was du tust. Du greifst an, ja, okay, dann ist egal. Ja. Ich dachte, du gehst direkt für Rapid Spin. Nee. Weil sonst hätte ich noch Explosion drücken können. Nee, ich wollte dich erstmal töten. Ich kann noch gegen drei andere Monster in deinem Team Turbo drehen. Rein. Denkst du das? Denkst du das, dass du das kannst? Ja, das gehe ich von aus. Traust du dir aber eine ganze Menge zu, junger Mann? Ja, durch. Let's go. Grün. Nein. Nein. Ist der Wahrscheinlich? Nein. Junge, ich weiß nicht, was in meinem Team ist. Meine Frage, die ich mir nur stelle: Hörst du mich? Fragen über Fragen. Übel ist die Fragen. Gute Frage. Was tue ich? Ich weiß auch nicht, was ich tue. Ja gut, dass wir keine Ahnung haben von dem, was wir tun. Wir sind die Gen 4 Master. Möchtest du mir doch sagen, was du noch an deinem Team hast? Willst du das jetzt hören? Ja, bitte. Also, ich habe einmal ein Metagross. Ja, das habe ich. Ein Starmie. Ja. Ein Dragoan. Ja. Ein Despotter und ein Lucario. Okay. Ich habe ein Team mit drei Bodenschwächen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Hast du schon ausgewählt? Ja, hab ich. Let's go! Das überlebe ich, oder? Komm, ich glaube nicht. Nein, Alter, das ist Step. Na und? Das ist die Welt, kacke. Die Welt, das ist doof. Ich hatte Angst, dass das nicht aushalten. Aber nice, dann bleiben die Steine, oder? Nee, du kannst nicht mehr spinnen. Außer du hast auf deinem Dragoran auflockern. Der spielt schon. Würde nicht funktionieren. In der vierten, dritten Generation funktioniert Auflockern nicht so. Echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Deswegen kannst du hier nur Turbo drehen, nutzen. Das ist ein Geist-Pokémon und der absolute Shit. Krass, okay. Ja. Insanity.
Insanity, sag ich dir. Insanity. Ich mach's einfach mal den Pro-Play. Probieren wir es zumindest. Den Pro-Play? Was ist der Pro-Play? Der Pro-Pro-Play. Der Power-Power-Power-Play, sag ich dir. Big Brain Play. Der Big Brain Play, ich sag's dir. Was macht denn Dragoran? Ist ein fetter Drache. Danke für den Tipp. Denk an das Video. Was macht Dragoran in dieser alles, Gen? Alles, sag ich dir, alles. Es ist richtig, Mann, Dragoran! Okay. Dann machen wir erstmal den hier. Okay. Tschüss, Grün, dich brauche ich noch. Okay. Outplayed, Junge. Einfach outplayed, der Big Brain Play. Sicher, dass du den outplayed hast? Ja, natürlich habe ich den outplayed. Okay, ich wollte es eh opfern. Big Brain Play, sag ich dir. Ich hatte halt Angst, dass du Drachentanz machst, you know? Ja, kann ich verstehen. Dann habe ich nicht, ich bin spezielles. Ja, okay. Das ist auch ein Live-Op. Irgendwie hat alles einfach Live-Op. Einfach alles hat Live-Op, ich sag's dir. Okay, was mache ich denn dann? Mache ich dann den hier? Mache ich einfach den hier? Ja, mache ich einfach den hier. Da hält mich nichts auf. Kannst du gar nichts. Okay, dann gehst du halt ins Darby. Das ist fein, würde ich sagen. Ein Cash Grab, Alter. Ja, Cash Grab. Den checken nicht alle. Den versteht niemand. Na und? Ich verstehe ich. Das ist fein, solange ich ihn verstehe. Mach ich denn jetzt? Wie gewinne ich das? Wie verliere ich das? Wie verliere ich das am unwahrscheinlichsten? So. Wir gehen jetzt machen am besten mal den hier. Gehen am besten mal auf das hier. Ja. Easy predicted. Aus dem Leben predicted. Das war ein Opfer. Ich gehe davon aus, ja, du, genau. Ich gehe davon aus, du misst. Hä? Ich gehe davon aus, du misst. Der misst nicht. Das der ist ein misst. Stern, du. Der ist Sami, sag ich doch. Schade. Aber das geht auf keinen Fall. Nee. Ich kann mich kaum noch halten, sag ich dir. Jo, Alter. Aber das ist Sami ziemlich egal, ob das geht oder nicht. Du hast kein Leben, oder? Das geht. Das Überreste! Bin ich Überreste? Ja, ich bin Überreste, Leute! Ach, du bist schneller! Kannst du sagen, dass bei mir alles schneller kommt als bei dir? Nee, ich glaube, das wechselt die ganze Zeit ab. Ich sag auch manche Sachen, die dann schneller kommen. Ist halt ein bisschen Delay. Meine Güte, Leute. Meine Güte, Leute, bitte. Mach mal nix. Der misst jetzt einfach. Weil er hat, glaube ich, nur. Einfach. Ich glaube, er hat keinen Donnerblitz drauf, kann das sein? Ich glaube, du musst das Hydro rumbedrücken und hoffen, dass du mit triffst, oder? Kann das sein? Weil ich glaube, du hast Genesung, Todreher. Ah, Mano! Hab ich doch gewusst, ja, nur Tode, ich hab doch gewusst, sag doch, er hat Donnerblitz drauf. Was labert ihr eigentlich? Was labert ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich von mir? So. Ja, jetzt komm ran, Stami macht dein ganzes Team kaputt. Ein bisschen. Das ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich so, ja. Ich verliere einfach gegen Stami, was ist da los? Was kannst du denn? Alter, das hier. Gen 4. Ja, dann gehe ich mal in dich, würde ich sagen, oder? Ich sollte wieder competitive anfangen. Mit Gen 4. Ist das nicht ein geiles Pokémon? Hässlich, Alter. Deine Mutter sieht, er sieht halt wirklich so ein bisschen aus, als hätte er einen Stock gemacht. Der sieht halt wirklich dumm aus. Leider. Der sieht halt leider wirklich kacke aus. Muss ich halt leider so zugeben. So, was willst du machen? Mich kannst du nicht one-hitten. Das sagst du. Ja, es gibt einen ganz einfachen Trick. Du kannst mich nicht one-hitten. Volltreffer! Was? Als ob! Nicht mal ein Volltreffer. Warum sollte ich dich nicht one-hitten können, Alter? Ja, weil die meisten mit Überreste mit Full HP und Full Speed und nicht mit Attack Investment ausgelegt sind. Das ist das beste Stami. Es hat in allen 252, sag ich dir. Tja, dann hab ich das jetzt verloren. Willst du hier mal irgendwas machen gegen mich? Verlieren, glaube ich. Verlieren ist, glaube ich, ein Powerplay. Ist klar, Leute. Wenn ihr Gen 4 spielt, dann einfach nur Stami. Spielt einfach nur Stami. Das reicht schon. Das ist leider wahr. Das ist leider. Vor allem, wie ich einfach keinen Angriff misse. Das ist halt richtig unfair, finde ich. Nee, ich finde das ganz so, mein Play ist einfach, dass du misst, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Als ob du triffst schon wieder. Ehrenstami. Übelst das Unehrenstami. Ich hätte noch euch versuchen gehen können, aber ich wollte das nicht, weil ich gehofft, dass du misst. Aber ich wollte das. Ja, wenn du misst, hätte ich das noch gewinnen können. Nein. Doch klar, wenn du zweimal misst. Nein. Klar. Ich hab noch 50 Pokémon. Na und, Metagross ist cool. Ach stimmt, das ist ein guter Grund. Alles klar, dann gehst du mit einem auf Turbo-Dreher, damit ich einfach Explosion gehen kann. Soll ich das machen?
Ja, dann kann ich zumindest auch auf Explosion gehen. Okay, easy gewonnen. Aber das ja, Video ist halt schon über 10 Minuten lang. Ja, aber Explosion sieht cool aus fürs Thumbnail. Okay. Nee, jetzt so, ha, verarscht! Ich bin auf Donalds gegangen, dich zu killen! Ja, das sieht so cool aus. Sieht übelst cool aus. Spaß, ich bin auf Erdbeben gegangen. Bist du wirklich für Erdbeben gegangen? Nein, bin ich nicht. Ja, ich seh's jetzt erst. Ja, sieht wirklich cool aus. Sieht wirklich cool aus. Aber stell dir vor, ich wäre wirklich auf Erdbeben gegangen. Nur um dich. Auf einmal, nee, Agilität oder sowas. Ja, einfach Agilität. Oh, nice. Ja, Leute. Ja, Leute. Ich seh schon. Jetzt gewinnt es einfach. Liam, wenn du in der Liga Erster wirst, dann hab ich eigentlich den ersten Platz verdient. Ja, auf jeden Fall, oder? Ich finde, das ergibt Sinn. Ich finde, das ergibt sehr viel Sinn. Ich hätte Custom-Sprüche, das wäre jetzt wesentlich lustiger. Ja, das ist halt so cool. Also für die es nicht wissen, man kann noch extra Sprüche einstellen bei der Begrüßung und sowas. Das ist halt sau nice. Der sieht ja richtig strange aus. Der Ding ist richtig so, oh ja, den nehme ich mir jetzt richtig vor. Was geht ab, Leute, was geht ab? Was geht ab? Der ist halt so das Gegenteil von was geht ab? Einfach so, oh, den nehme ich mir jetzt richtig vor. Was geht ab, Leute? Da nudel ich mich jetzt mal richtig rein. Okay. Nice. Easy. Warte mal, was? Nein, was? Hat Turbo-Tempo in der Generation nur plus 1 Prio? Das weiß ich nicht, aber... Ja, klar, Turbo-Tempo nur plus 1 Prio, gut zu wissen, nice to know. Easy win, würde ich sagen. Ja, aber hat so viel Spaß gemacht, also... Übel, ich liebe es. Sagst du direkt nochmal eine Runde? Let's go. Pokémon-Kämpfe machen solchen Spaß, Leute. Merkt euch das. Nur Leute, die keine Ahnung haben. Und ja, an der Stelle, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch beim Liam vorbei. Vor allem, Hallo. Wenn ihr noch mehr Battle Revolution sehen wollt, da gibt es eine ganze Menge. Das ist eine coole Liga. Mit der BRL. Da hat jemand ganz cool. Ja, die BRL. Du hast die Grafiken gemacht. Ja, das ist richtig. Okay, Leute, smash den Like-Button. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag und bye bye.